Wenn Sie das erste Mal am iPad eine Aufnahme starten wollen, öffnen Sie die Einstellungen. In den Einstellungen scrollen Sie bitte zum Kontrollzentrum herunter. Öffnen Sie die Option zum Kontrollzentrum und drücken Sie auf das kleine grüne Plus bei der Bildschirmaufnahme. Die Bildschirmaufnahme finden Sie nun im Kontrollzentrum. Sie können die Einstellungen nun schließen. Um das Kontrollzentrum zu öffnen, wischen Sie bitte von der Batterieanzeige nach unten. Im Kontrollzentrum finden Sie die Bildschirmaufnahme. Diese ist nun rot hinterlegt, da sie gerade aktiv ist. Bei Ihnen ist sie grau hinterlegt. Wenn Sie ein Mikrofon aktivieren möchten, drücken Sie lang auf die Bildschirmaufnahme. Sie können nun mit einem Tippen auf Mikrofon das Mikrofon ein, aber über denselben Weg auch wieder ausschalten. Verlassen Sie nun das Menü. Wenn Sie mit der Bildschirmaufnahme beginnen möchten, drücken Sie auf den grau hinterlegten Bildschirmaufnahmeknopf. Dieser zählt von 3 runter und beginnt dann rot zu leuchten. Sie können nun Ihre Aufnahme tätigen, Ihr Unterrichtsvorhaben oder Ihre Präsentation zeigen und gleichzeitig einen Text einsprechen. Um die Bildschirmaufnahme wieder zu beenden, öffnen Sie erneut das Kontrollzentrum und drücken wieder auf das Symbol der Bildschirmaufnahme. Die fertige Aufnahme finden Sie im Anschluss in der Fotogalerie. Wenn Sie wünschen, können Sie das Video im Anschluss bei iMovie schneiden. Öffnen Sie dazu iMovie. In der Anwendung müssen Sie zunächst ein neues Projekt beginnen. Wählen Sie nun Film aus. Im Anschluss wählen Sie das eben erstellte Video aus. Sie können auch weitere Bilder und Videos auswählen und diese gemeinsam zu einem Film zusammenschneiden. Drücken Sie nun auf Film erstellen. Hier können Sie das eben erstellte Video auswählen, indem Sie darauf tippen. Im Anschluss können Sie zum Beispiel das Kontrollzentrum, welches am Anfang und am Ende des Videos angezeigt wird, wegschneiden. Nachdem Sie auf das Video getippt haben, können Sie die gelben Rahmen leicht nach innen schieben. Dadurch wird das Video an der Seite beschnitten. Sie können sich anschauen, wo das Kontrollzentrum zu sehen ist und wo nicht. Schneiden Sie es nun heraus. Das können Sie natürlich auch am Anfang des Videos machen. Bewegen Sie sich dazu durch eine Scrollbewegung an den Anfang des Videos. Tippen Sie wieder auf Ihren Videoclip, sodass dieser gelb umrahmt ist. Schieben Sie anschließend den Rahmen leicht nach innen, sodass das Kontrollzentrum verschwindet. Ihr Clip ist nun fertig. Sie können nun auf Fertig drücken und Ihrem Projekt einen neuen Namen geben. Wenn Sie das Video sichern möchten, drücken Sie unten in der Mitte auf Teilen. Dort können Sie das Video sichern oder in Ihren Dateien sichern. Das Video wird nun exportiert und findet sich in Ihrer Fotogalerie wieder.